komm da nicht hin, bin zu doof. Das hatte mit doof nichts zu tun. Du brauchst nur ein, zwei Bettrollen und dann immer nur laufen. Laufen, laufen, laufen. Das hier oben, hier sind wir. Guck. Hier fängst du ja an irgendwo und dann immer dem Fluss entlang, Richtung Norden. Und hier sind wir auf E9. So, das ist Eisen. Gerrit, was macht eigentlich Kai-Uwe? Fährt er immer noch mit dem Dreirad um den Baum in Kavala? Das war lange her, ne? Ja, Kai-Uwe war doch Drogendealer oder sowas. Ich weiß das nicht mehr, ist schon so lange her. Mit seinem Dreirädchen in Kavala. Und so. Okay, meine Picke ist kaputt. Reparieren. In der UE4 ein Dinosaurier-Survival-Gen in einer Semi-Open-World, wo man als Mensch dann überleben muss. Ja, das hört sich doch interessant an, oder? Ich frage mich nur, warum ich das Game nicht schon früher richtig gezockt habe. Macht Bock und hatte bisher nur 5 Stunden in Konen? Echt? Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich in Konen habe. Keine Ahnung. Aber Konen macht richtig Spaß. Ja. Konen macht Spaß. Oh, ich bin überlastet. Also jetzt gleich. Warte, ich gehe wieder runter. Flop, flop, flop. Jo. Hä, wo haben wir denn gebaut? Hä? Warte mal, wo ist denn der Hügel? Ach, da vorne. Okay, weiter nach da. So, einmal runter. So, komm, mein Freund. Nimm mal noch Fasern mit. So. Hä, was ist denn das? Okay. Hilde. Hilde hatte keine Beine, ne? Ja, ja. Die den Berg runtergerollt ist. Also wenn man es nicht... Ja, klar. Logisch. Ich meine, eigentlich ist es auch bekloppt, was wir machen. Mit Level 1 direkt hier in das nördliche Gebiet rein. Aber wir machen das eigentlich immer so. Ja. So. Okay, gut. Ja, sieht das schon mal schön aus. Ich glaube, da oben baut dann der Crazy, oder? Wenn ich das so sehe, da ist einer Holz am Hacken. Das wird der Crazy sein. Der hat damals die Hotze gebaut. Da läuft der Ultimate rum. Der Ultimate hat Wölfe am Arsch. 3 Stück sogar. Ultimate, du läufst genau auf den 4. zu. Hau ab, Ultimate, ohne Scheiß. Hau ab. Nicht dein Ernst, oder? Das bin ich. Wer ist das? Finn, verpiss dich. Geh weg. Nimm die Wölfe und hau ab, Junge. Finn, das ist mein Ernst. Verschwinde. Ich will nicht sterben wegen dir. Das nördliche Gebiet, ja. Jetzt hab ich die hier. Jetzt gucken die durch die Wand. Finn, du bist schon ein kleines Arschloch. Das weißt du, ne? Geht mal schön zum Finn. Da, jetzt hab ich den Assi hier. Warte mal. Chakalaka. Wo ist der? Okay. Geht nach Finn. Was war das? Das weiß ich nicht. Janobis. Warum wurde gelöscht? Ich weiß nicht. Du hast irgendwas geschrieben. Keine Ahnung, was der Bot nicht mag. Crookie grüßt dich. Okay. Er ist natürlich mit unserem Level jetzt hier, Level 9, Level 10, hast du gegen die Wölfe keine Chance. Das funktioniert nicht, das ist ganz klar. Ja. Der Name, ach so, okay. So, Schwert weg. Flop. So. Okay. Dann legen wir uns jetzt hier hin. Kannst du einen Wolf nicht zähmen? Doch, kannst du. Doch, doch, doch. Aber so weit sind wir noch nicht.
Soweit sind wir noch nicht. Okay, wir machen Pause. Wir sehen uns morgen Mittag, so 12, 13 Uhr mit Conan wieder. Wenn ihr Bock habt, schaltet ein. Wenn ihr morgen Mittag nicht könnt, am Sonntag, dann so gegen 19.30 Uhr auch wieder mit Conan hier auf dem Server weiter. Wer Lust hat mitzuspielen, Spiel runterladen und ja, das kostet bei Instant Gaming unterm Stream, glaube ich, momentan 8, 9 Euro irgendwas, wer es noch nicht hat. Das neue DLC kostet auch irgendwie 8, 9 Euro. Ja, dann Dankeschön fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank wieder für den Support, Kinders. Dankeschön. Ich wünsche euch eine ruhige Nacht, erholsame Nacht. Schlaf gut, kommt gut in den Sonntag und wir sehen uns dann spätestens morgen Mittag oder morgen Abend dann wieder. Ja. Wir bauen ein Zuhause. Ja, genau. Gut und selbst auch gut. Gut geschlafen. Ja, gut geschlafen. Ja. So. Steffi, grüß dich, wie geht's dir? Wo ist der Finno? Der kann erstmal seine Base abreißen. Wieso? Wieso das denn? Wie geht's dir, Steffi? Da vorne hat einer gebaut, sehe ich. Das ist weit genug weg, ja. Da hat. Was hat der Finn gemacht? Crazy gebaut, das ist auch weit genug weg. Immer dieser Finn, immer dieser Herr Ackermann. Retro-Mecki, grüß dich, wie geht's dir? 20 Meter weit weg von mir. Ja, nee, das ist zu nah. Das ist zu nah. Ja. Wer hat da gegenüber gebaut bei uns? Crazy, oben auf dem Hügel. Oh, wie hat er denn den Alpha-Wolf da wegbekommen? Ich weiß gar nicht, ob der. Ich glaube, der hat ein bisschen zurückgebaut. Der Alpha-Wolf sitzt da immer noch. Auf der Klippe immer, ja, ne? Ja, der ja, kleine ja. Assi. Ja, ja. Wir müssen nochmal gucken. Cassiel, ich hatte heute Morgen den Server neu gestartet, ne? Und da meinte Cassiel und die anderen, dass die Purge halt so schnell eingestellt ist. Jetzt hatte ich bei mir auch schon geguckt. Und bei uns ist er auch schon auf 3/4. Was? Ja. Jetzt hatte ich das aber schon geändert. Ich weiß aber nicht, ob der das übernommen hat. Weil der hat auch die Nachricht des Tages nicht übernommen. Der hat den Servernamen wieder nicht übernommen. Keine Ahnung. Oh. Steffi, grüß dich. Wie geht's dir? Geht's dir heute? Bist du voll gefuttert? Mega cool, liege voll gefuttert. Oh, das ist schön. So voll gegessen und dann auf dem Sofa, ne? Oder auf dem Bett. Ja, das ist richtig schön. Was gab's denn Leckeres? Ja, was gab's? Was habt ihr gegessen? So, ja. Wie sieht Essen, Trinken aus? Warte mal. Ich sag mal, er soll seine Base stehen lassen haben, wie mehr für uns bei dem Angriff. Ja, seid ihr denn in einem Clan? Ansonsten wird es ja bautechnisch ein bisschen schwierig. Richtig, oder? Ja. Ja. Sonst könnt ihr nicht so bauen, wie ihr wollt. Da müsst ihr schon in einem Clan sein. Bärtige Mutti, wie geht's dir? Alles gut? Ja, grüß dich, ne? So. Ach, hier. Klöße, Soße, Gemüse und Schnitzel. Oh, ja. Lecker. Dieses Klöße. Typische deutsche Essen, ne? Ja. Hausmannskost. Gut bürgerliche Beste. Küche. Ja. Alles knusprig. Das ist gut. Das ist gut. Ich habe auch relativ gut geschlafen. Zweimal aufgewacht. Einmal um 3, einmal um 5, glaube ich. Ja, dann von 5 bis um, keine Ahnung, 9. Ich bin durchgeschlafen. Du hast ja so ein perfektes Licht wie ich gestern bei mir im Stream, ne? Wieso? Hinten alles beleuchtet, ja, vorne ja. Alles dunkel. Das ist jetzt hier durch. Weil ich keine Lust hatte, das Licht anzumachen. Ich mach mal Schalter runter, Rolle runterlassen. Das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. So, jetzt wird's schon besser. Siehst du das? Wie mein Gesicht heller wird? Naja. Ich war um 4 Uhr noch auf dem Server. Ja, das habe ich gesehen, wo ich heute Morgen eingeloggt habe und den Server neu gestartet habe, dass was da alles schon gebaut wurde. Der Crazy hat da schon eine komplette Bude stehen. Da links von uns steht schon eine komplette Bude. Da. Ja. Da läuft doch schon einer rum. Ja. Stussikowski grüßt dich. Hallo, ihr hübschen Menschen. Hallo, Stussi. Tawamaru grüßt dich. Flake grüßt dich. Stussi, gibt ein neues DLC, ne? Ja. Und Captain Lux, Dankeschön für 13 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Captain Lux, Ultimate grüßt dich. Ach, stimmt. Stussikowski. Stussikowski, genau. Das erinnert mich doch wieder. Der stimmt, der Stussi hatte auch Kohle mitgespielt. Der Stussi hat auch Kohle mitgespielt, ja. War doch immer was mit dem Stussi. Ja. Tobi Day, grüß dich. Bret, wie geht's dir? Ultimate, ne? So. Ja.
Jetzt weiß ich nur nicht, ob der die Änderung übernommen hat, wa? Keine Ahnung. Also ich denke mal nicht, sonst hätte der ja auch den Server, sag mal schnell, Servernamen geändert, ne? Oder? Weiß ich nicht. Weil mit der Purge so früh, das ist ja der Tod. Ja. Ach, ich habe ja noch nicht meine Waffe. Ja, ich habe ja Standardeinstellung gelassen. Mackie, grüß dich, wie geht's dir? Backsef, alles fit? Backsef. Stand da plötzlich Wave, krepiert, Bett im Arsch, Welle vorbei, puff, drei neue Wellen. Ja, ich habe das auf Standard stehen lassen. Ich wusste nicht, dass Standard so extrem ist. Jetzt habe ich das eben geändert, aber ich weiß nicht, ob der das übernommen hat. Sieht man das nicht irgendwo, wenn man auf den Server einloggt, so die Werte oder so? Kann man das nicht irgendwo nachsehen? Ich hatte schon Stein wieder geholt, ne? Mhm. Ja. Und Tiere abgekauft. Ja, ja. Da oben hast du irgendwo gebaut gehabt. Tiere. Ne? Wir hatten doch hier, der hat uns doch die Tiere abgekauft. Ich glaube, da oben hatte der gebaut. Da. Da irgendwo. Ach ja. Ja, ja. Ich baue da am See. Stimmt. Ah, okay. Okay, ich bin wieder voll. Und die nehme ich da mit. So. Oh, dat, wie schnell hier was steht, ne? Ja, wo sind hier die Türe? Warte. Ja, vorne vielleicht. Also. Das ein Stück ist ja falsch rum. Was für ein Stück? Ja, gerade das ein Stück war falsch rum von mir beide. Also. Welches ist es denn? Ich baue mal so einen Ofen, ja? Ja. Hä? Was braucht man für einen Ofen? Was war das? Schmelzofen? 500 Steine herstellen. Sollen wir direkt zwei bauen? Was stimmt doch hier nicht. Machen wir direkt zwei Stück hier. Sag mal, Gerrit, wohnst du in der Schule? Ein Sanatorium. Das ist eine Heilanstalt hier. Griechen ist da oben jetzt wieder weg. Zeit hätte ich gerade ohne Ende. Ja, dann komm. Komm rein. Ja. So. Da ist der erste Ofen. Oh wei. Wo sollen wir die Öfen hinstellen? Wie hochnäsig du guckst, ne? Ja, ich guck gerade hochnäsig, weil ich da nach da oben gucke, um es abzumachen. Ich komme jetzt ja nicht mehr dran. Hör mal, Dicke, soll ich die hier vorne hinstellen? Hier? Da so in die Ecke? Ja, aber nicht vor mein Fenster. Wo ist denn dein Fenster? Ja, da an der Türe. Wir haben nur zwei Fenster, muss ich die zustellen. Jens, grüß dich, wie geht's dir? Hau doch mal alle ab. Was? Ich komm da oben nicht ran. Ne? Kannst du aber hochklettern, das wegmachen? Weil ich bin so voll. Warte. Ja, das ist da oben, was falsch rum ist. Weil die sind davon falsch rum. Ja, das, was kein Holz davor hat. Das sieht doch schön aus. Es ist aber falsch rum. Ja, ich fall da wieder runter. Du schaffst das schon. Warte mal. Da, guck mal. Ja, du schaffst das schon. Das geht gar nicht. Guck mal, das geht gar nicht. Hä? Ja, das funktioniert nicht, die Scheiße. Warte. Kamira, danke schön für den Raid. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Was habt ihr gespielt? Das ist ein Spaß, Grizzly. Clumsy grüßt dich. Bau doch einfach schnell ein Dach dran zum Wegnehmen. Hier, guck. Hier kommst du noch nicht mal durch die Türe, musst du auch drüber klettern. Ja, Moment mal, der ist ja noch... Sag mal, wie bist du denn... Was machst du denn? Ich hab's doch schon weggemacht. So. Wie hast du das weggemacht? Ja, indem er mal hochklettert. Da. Ja. Nairo. Knudo grüßt dich. Cassiel. Ja.
Das Spiel hat über 200 GB. Hab mir gerade die Complete Edition gekauft und muss jetzt erstmal Platz auf dem Rechner schaffen. Aber du hast doch das sicherlich über den Link gekauft unterm Stream, über Instant, oder? Hast du, ne? Ja, schwer offen. Wir haben Planet Crafter gespielt. Oh! Planet Crafter, was war das nochmal? Ein Film. War das nicht irgendwie so ein Planet Crafter? Was war das? Was ist das? Finn, grüß dich. Nach bist du umgezogen? Ja, ja, nach Rheinland-Pfalz. 100 Stunden in Anno, oh Gott. Ich installiere den Kack auch mal. Was für ein Kack? Kone? Ja, schön, Bob. Anno, ach du Heiland, Junge. Hast auch keine anderen Hobbys, wa? Da oben war da irgendwo ein Wolf, ne? Oh, das war weiter ums Eck da vorne. Aber ich glaube, da hat er jetzt mit gebaut. Es kann sein, dass der jetzt weg ist. Okay. Wer ist unser Nachbar hier eigentlich? Da? Das weiß ich nicht. Oh, guck mal, was da schon wieder steht. Ich geh mal gucken. Geh mal gucken. Was ist denn hier los? Was ist denn das? Was? Versucht ihr hier ein Portal irgendwie ins All zu bauen? Ich glaube, da wird ein Turm. Heilschlag. Ich vermute, das wird ein Turm, ja. Ja. Geh mal gucken. Aber ich würde noch nicht, oder? Ich weiß nicht. Ich würde noch nicht so viel bauen oder so groß. Weil wir können ja dann später, oder? Wir ersetzen das durch Mittelalter dann. Weil ich würde ja gerne mit dem neuen DLC dann bauen, ne? Ja, ja, das ist jetzt erstmal nur unser Ersthaus. Ja, ja, ja. Das Bupfen hier. Bupfen ist das? Okay. Bupfen. Und hier ist Anzu. Hier ist Anzu. Anzu, der große Krieger. Oh, guck mal, der für Augenbrauen hat. Ach nee, das ist Gesichtsbemalung. Oh, gefährlich. Oh. Saltman, grüß dich. Andy Kasch, wie geht's dir? Andy. Und Panda-Bär, Dankeschön für den 27. Monat. Damit erhöhst du auf 831 von 850. Vielen, vielen Dank, Panda. Dankeschön, der Panda. So, Eisen. Marcel Korte, Dankeschön für 400 Bits. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke sehr. Was haben wir denn jetzt hier? Oh, ich bin überlastet. Oh, okay. Eine Treppe. Der Marcel. Jetzt habe ich hier keinen Stein, das habe ich hier da drin. Ich brauche jetzt eine Treppe. Barzi, wie geht's dir? Alles gut? Barzi. So, ich bringe dir jetzt wieder Stein. Ich brauche keinen Stein. Was brauchst du denn? Ich brauche jetzt gerade nur Fasern für das Strohdach. Ach so, ja. Weil das andere ist ja schon voll jetzt. Ja. Also, ist schon gebaut. Dann mache ich jetzt erstmal links hin. Hockey, grüß dich, wie geht's dir? So. Ach, Stöckchen brauche ich auch, oder was? So. Ah, hier sind ja welche in der Kiste. Ja, ja, hatte ich doch reingetan. So, warte mal, kann man hier nicht direkt Eisen reinschmeißen? In den Ofen? 57. Und aus Stein macht man doch Ziegel, ne? Das war doch irgendwie so, ne? Ich meine, ja. Gib mir mal Holz. Holz. Eisen. So. Nee, das... Okay, hier. Hä? So. Ah, okay. Wir stellen jetzt Eisenbarren her. Und Ziegel. Okay. Sehr gut. Okay. Wir brauchen eine Werkbank oder sowas, ne? Wie war das? Macht immer Attribute, Klicks verfügbar, Talente. Eine Werkbank, wo haben wir die denn? Ihr habt auch so hoch gebaut. Ja, ich mache immer zwei Etagen und ein Dach, weil ansonsten, wenn du so große Sachen später mal reinstellst, dann hängt das immer so durch die Decke. Ist das diese Zimmermannbank? Oh, Zimmermann ist doch so... Aquilonischer Möbelmacher, Argosanischer... Kitanischer, normaler Möbelmacher. Nemedischer, was ist denn das? Was ist ein Nemedischer? Hat man noch nie, ne? Turanischer kenne ich auch. Rüstungsmacher ist ganz... Ist das das Neue dann? Nemedischer. Ist das von dem neuen DLC? Ich weiß es nicht. Nemedia sind die Neuen. Ah, okay, danke schön. Panda-Bär grüßt dich. Gerrit, warum bist du so gut gebaut? Warte mal, was? Wie gut gebaut?
Du meinst, ich sehe gut aus, wolltest du gerade schreiben, oder was? Ja, das ist tatsächlich so. So, freischalten, okay. Wir brauchen den nemedischen Möbelmacher dafür.